Seit über 100 Jahren steht das Tobogan-Fahrgeschäft schon auf der Theresienwiese. Eine richtige Antiquität. Davon merkt man aber beim Hochfahren nichts. Mit Turbogeschwindigkeit geht's per Laufband in die Höhe. Damit die Gäste auch sicher nach oben kommen, gibt es sogenannte Läufer. Die müssen die Leute heraufbefördern und schauen, für die Leute, die es selber probieren, dass sie sicher nach oben kommen, sprich wenn sie sich festhalten, dass man sie von dem Geländer löst und ihnen halt entsprechend hinaufhilft, ohne dass sie sich verletzen. Keine leichte Aufgabe. Immerhin dreht sich das Laufband mit enormer Geschwindigkeit. Da sind Pannen mit betrunkenen Fahrgästen vorprogrammiert. Umso mehr sie getrunken haben, umso weniger realisieren sie eigentlich, was sie hier machen. Denn nach Laufbahntraining und Treppensteigen geht's per fliegendem Teppich wieder zügig runter. So, und ausscheiden, ne? Was wäre die Wiesn ohne ihre Helfer?